Ja, Freunde, nachdem der Oberdulli nun seinen ersten, ja, seine erste Statue der Macht bekommen hat, würde ich mal sagen, wird der Kaiser der Hydra heute natürlich wieder Hydra jodeln, ist doch klar. Wir bereiten uns außerdem auf die Clanspiele vor. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in ein wundervolles Wochenende und nun ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Auf euch, Freunde, auf euch. Oh, geil. Schmeckt echt nicht verkehrt. So, in 13 Minuten und 30 gehen sogar noch die Clanspiele los. Siehst du, können wir sogar da noch ein bisschen Ärger stiften. Aber unser Fokus soll natürlich hier in die Legendenliga gehen. Denn ich habe natürlich angegriffen. Passet auf. Ich weiß, es wird dem einen oder anderen nicht gefallen, aber ich habe wieder 4 Bogenschützen in meine CB reinjodeln lassen. Und schaut mal, was jetzt hier passiert ist. Das ist eine Base, die muss man eigentlich schon fast trippeln. Ja, ist eine Ratte aus 16er Base. Ich bin von hier unten reingejodelt, habe mir dann gedacht, komm, all in. Da sind eh nur noch Tesla. Ich habe die diesmal wirklich auf Risiko da reinfallen lassen. Und da ist keine Riesenbombe drin. Und das war natürlich eine Rieseneinladung. Ihr seht hier Doppelklon. Die schießen einfach gefühlt die halbe Base auseinander. Es ist einfach wirklich der Wahnsinn schlechthin. Jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich hätte den Invis so setzen müssen, dass hier der Zauberturm frei gewesen wäre. Dann wären die nicht rausgegangen. Dann hätten die noch mehr Schaden ausgeteilt. Aber nicht weiter tragisch. Dann hätten wir vielleicht noch einen Scattershot und so bekommen. Ist wurscht. Ich habe mich dann dazu entschieden, okay, wie machen wir es denn jetzt am dümmsten? Jetzt muss ich erstmal den König zum Tanken vorschicken. Der muss es jetzt natürlich regeln. Ihr werdet gleich sehen, das ist aber alles nicht weiter tragisch. Ich zünde einfach den König und ich zünde den Warden gleichzeitig. Und schon tut uns hier nichts mehr weh. Keine Luftmine der Welt tut gerade irgendwas. Ja. Die Eagle Death hat eigentlich 0 Value gehabt. Das ist eigentlich auch schon mal sehr, sehr stark. Und jetzt gehen hier alle in die Mitte. Draußen haben wir noch ein kleines Abrisskommando, was wichtig ist. Die Königin nimmt den Follow von draußen, vom Rande aus ab. Das ist auch gut. Der Kern ist ausgelöscht. Das ist das, was immer ganz, ganz wichtig ist. Das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, das ist diese eine Single Inferno und dieser Scattershot. Aber ihr seht hier, da sind 3 Drachenreiter, 4 Drachenreiter am Start. Also so gut wie alle noch am Leben gewesen, die sich jetzt da noch um die Mitte kümmern. Und dann wird hier fleißig aufgeräumt und die Base entsorgt. Ja, so gehört sich das. Altpapiersammlung ist damit erledigt. Und wir kümmern uns gleich um den nächsten Live-Angriff. Denn da wollen wir natürlich auch noch was reißen. Und ihr wisst, Live-Angriffe beim Dulli, das ist immer ein bisschen schwierig. Ihr wisst auch, da kann auch viel schief gehen. Ich fühle mich immer confident. Nur damit ihr seht, eigentlich kann ich es. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob ich es denn jetzt auch kann. Ich habe auch bei den Helden, bei den Begleitern nochmal kurz was geändert. Denn ich fühle mich aktuell mit der Hydra so ganz wohl, weil das einfach die am stärksten gelevelsten Begleiter für mich sind. Ich muss den Fuchs erst leveln. Der hat bei mir noch gar keinen Value. Der hat 0 Sinn Level 1. Gerade bin ich noch am Phönix dran. Wenn ich den Phönix und den Geisterfuchs dann fertig habe, dann wird natürlich der König und die Gladi umbesetzt. Das ist klar. Aber aktuell spiele ich es mit der stärksten Power, die ich habe. Und das ist natürlich, bei meiner Hydra ist alles Max. Ja? Das ist die Strategie, die ich zuerst hochgebuttert habe. Und da kann man ja dann natürlich auch am meisten holen. Ich habe doch heute schon einmal ich habe noch nicht einmal angegriffen. Gilt das noch für gestern? Ja, ja gut. Dann habe ich gestern einmal zu wenig angegriffen. Der gilt dann noch rein. Okay, cool. Dann fangen wir jetzt an. Wir haben hier Doppelgift. Das ist immer etwas, das willst du eigentlich nie haben. Wir haben die Königin wo? Wir haben die Königin, wir haben den König da, wir haben die Gladi da, wir haben die Königin auch da unten. Okay, wir wollen jetzt natürlich erstmal dementsprechend hier rein. Ja, unser Ziel sollte hier irgendwo sein, da zu landen. Schauen wir mal, ob wir da auch ankommen. Was? Scattershot schießt. Luftfeger juckt uns nicht mehr. Dicke Hits. Was? 1, 2, 3. Und ihr seht hier, ihr seht, es ist wie es immer ist. Was soll ich machen? Was soll das? So blöd kann keiner sein. Jetzt ist dann der Moment gekommen, an dem ich auf die Fresse haue. Oh. So,
meine lieben Freunde. Klaus Kinski. Ja, ich raste aus, ja. Ich raste aus. Das kannst du dir nicht ausdenken. Gut. Da muss man dann jetzt halt Dinge tun. Das ist jetzt halt natürlich das Bitterste, was passiert ist. Genau da sind die Riesenwappen. Eigentlich hätte der Blimp da hinkommen sollen. Hat er jetzt letztendlich nicht gemacht. Warum er das nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Wir werden hier mal den Giftturm noch ein bisschen blocken. Wir werden hier gucken, dass unsere Drachen vielleicht nicht den größten Damage kassieren. Wir werden hier gucken, dass unsere Drachen den Damage nicht kassieren. Ich muss diesen Single Inferno noch ein bisschen stolen. Und dann hoffen, dass wir hier nochmal möglichst was rausholen können. Aber es sieht nicht gut aus. Es ist so eine diverse Katastrophe, das kannst du dir nicht ausdenken. Es geht alles schief. Es geht alles schief. Ich kann das Handy weglegen. Da brauchst du nichts mehr machen. Oh, warum ist das im Live-Angriff immer so? Warum ist das so? Warum herrscht ein Fluch? Ich verstehe es nicht. Erklär mir das einer. Kann mir das irgendjemand erklären? Warum ich es live nie hinkriege, gut zu spielen? Ich troll wirklich. Ich kann's mir nicht anders erklären. Was? Was, bitteschön? Wie zur Hölle? Ich spiele die Blimp jedes Mal perfekt rein, wenn ich live angreife, nicht. Ah. Klaus Kinski, da werde ich zum Klaus Kinski, ja. Das Ding breche ich hier ab, das Ding ist gelaufen. Da machst du nichts. Was soll ich da machen? Ist doch klar, dass ich da nichts mache. Also, liebe Freunde, wir probieren es noch ein zweites Mal. Weil wenn ich das hier sehe, gut, Gott sei Dank hat der Kenneth auch gefailt. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Meine Fresse, echt. So, jetzt möchte ich nicht zum Klaus Kinski werden. Jetzt möchten wir uns konzentrieren, Freunde. Let's go. Also, wo spielt man die Blimp nie rein? In Bombentürme. Das heißt, da schon mal nicht und da auch nicht. Wir könnten sie tatsächlich hier reinspielen. Zwischen dem Minesweeper und der Luftabwehr. Wir könnten aber auch Vollrisiko gehen und von hinten reinjodeln. Beziehungsweise die Hydra hier starten. Ich glaube, das machen wir auch. Ich werde mit dem König hier lang gehen. Ich werde hier die Königin spielen und jetzt hier die ganze Bandbreite die Hydra setzen. Boah, das wird ein bisschen anstrengend, aber gut, was willst du machen? Im Endeffekt, am Ende des Tages muss ich halt auch mal so mutig sein, nicht? Und dann spielen wir das da rein und dann spielen wir hier im Fleece rein und dann können wir uns hier am Arsch stecken. Hier zünden wir mal kurz und dann geht's los, Freunde. Jetzt wird's richtig wild. Babatz. 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und jetzt machen wir den dahin, dass der Monolith frei wird und jetzt sollen wir die Monolithen einfach noch zerschießen. Danke. So, der Drache ist jetzt da außen, der räumt da jetzt auf und jetzt sieht das Ganze schon mal ein bisschen besser aus, ja? So möchte ich natürlich meine Hydra auch spielen. Eigentlich möchte ich das immer so machen. Ich weiß nicht, manchmal, wenn ich Risiko gehe, treffe ich die vielleicht alles ein bisschen besser. Ich habe keinen blassen Schimmer, ganz ehrlich, Freunde. Wenn die wüssten, dass ich gar keine Ahnung habe, was ich hier tue, ehrlich nicht. Ich weiß nicht, was ich tue. Ja, wir kriegen jetzt auch nicht mal 3 Sterne. Das ist ein scheiß Rathaus 15er eigentlich. Oh, yeses. Oh, yeses. Ja, das ist ein Scattershot. Der wird jetzt natürlich noch richtig abfacken. Die Königin geht natürlich, und wie sollte sie es auch anders machen, außenrum. Der Magierturm trifft auch meine Königin, aber nicht den Magierturm. Ist doch klar. Wir können auch noch zünden, also ganz, ganz verloren sehe ich die Sache nicht, aber da unten ist halt einfach noch so viel Schaden, guckt euch das an. Das ist einfach, boah, Digga, ich muss hier eigentlich schon zünden. Und die Königin kümmert sich natürlich um alles, aber nicht um das, was wirklich wichtig ist. Da ist ein X-Bogen, Königin. Kümmern Sie sich um den X-Bogen, danke. Ja, das sieht jetzt eigentlich, das könnten 99% werden, Freunde. Das werden 99. Das ist die Doppelkanone. Vielleicht hält die Königin das aus. Also, dann war es aber auch wirklich mehr als knapp und komplett unverdient.
Weil so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Komm, Königin, du musst die Kanone jetzt eigentlich erst ausspielen. Ja, wichtig, wichtig. Oh, dicke Hits. Und wir kriegen sogar 3 Sterne. Okay. Gut, Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand. Ich habe die Hydra hier ein bisschen aufspalten müssen. Deswegen haben einige Truppen ein bisschen mehr Schaden gekriegt. Deswegen sind die auch relativ schnell geplatzt. Aber ihr seht, es kann auch funktionieren. Ja, der Dulli kann auch 3 Sterne holen. Ich weiß nicht, warum ich immer so ein Geschiss mache. Das kann ich mir auch einfach nicht erklären. Ich bin schockverliebt, ganz klar, in meine Hydra. Das ist immer ganz, ganz wichtig, meine lieben Damen und Herren. Schreibt mir in die Kommentare, wer von euch hatte Lachkrämpfe, wer von euch hat Tränen in den Augen gehabt. Das würde mich sehr interessieren. Hier wird gleich gespendet. Und dann wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Ich melde mich ab, Clash off, und trinke natürlich auf euch, weil ich euch liebe. Cheers!